Wenn es mir richtig gut geht, fällt mir das Arbeiten schwer. Nach dem Sex denke ich nicht, hey, ich zeichne einen Comicstrip darüber, wie schön es ist, Sex zu haben. Das erzeugt bei mir keinen Arbeitstank. Oder sieh nur, wie schön die Natur ist. Solche Dinge bringen mich nicht an den Zeichentisch. Ich brauche immer ein gewisses Maß an Unruhe oder sogar Verzweiflung, bis ich in Gang komme und mich an die Arbeit mache. Wenn ich mich an einen Comicstrip setze, kann ich gar nicht anders. Entweder weil ich Geld brauche, wie früher, oder weil ich etwas verarbeiten muss. Dann muss ich das Rad neu erfinden. Ich durchlaufe meine Geburt, die Schulzeit, die Jahre der Therapie und meine jungen Jahre. Ich muss lernen, wie man einen Stift hält und welchen ich verwende, welches Papier ich brauche, wie groß ich zeichnen muss. Auf gewisse Art muss ich alles neu erlernen. Jeder Comicstrip ist eine Art Neuerfindung, selbst wenn ich dazu dieselben Methoden anwende wie zuvor. So arbeite ich eben. Ich bin kein Zeichner wie Enki Bilal oder andere Comic-Künstler, die echte Zeichenarbeit leisten. Sie sind darauf aus, die Realität wiederzugeben. Ich ziehe Linien auf Papier und ändere sie so lange, bis sie die gewünschte Form annehmen. Diese Art von Zeichnungen, die aus ein paar hingekritzelten Strichen entstehen, habe ich mir dank meiner Mutter angeeignet. Als ich klein war, haben wir immer kleine Kritzeleien gemacht. Und der jeweils andere musste diese dann in eine Zeichnung verwandeln, die etwas darstellt. The person would have to turn those into representational pictures. Ich war noch sehr klein, als wir nach Amerika kamen. Ich habe nur ein paar vage Erinnerungen an die Zeit, als ich 2 war und wir in Schweden lebten. Aber ich erinnere mich gut an die Schiffsreise nach Amerika. Ich erinnere mich an den Anblick der Freiheitsstatue. Aber vielleicht ist das auch ein Film, der sich da in meine Erinnerung geschlichen hat. Eine meiner frühesten Erinnerungen habe ich daran, wie ich mit meiner Mutter in einer Drogerie stehe und in einem Ständer inmitten von Ramsch einige der ersten Mad-Hefte sehe. Ich war damals vollkommen fasziniert. Es hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck. Wie bei kleinen Entenküken, die nach dem Schlüpfen zuerst den Bauern sehen und an ihm hinterherlaufen, weil sie ihn für ihre Mutter halten. Mad wurde meine Familie. Mad war für mich das Fenster zum Amerika außerhalb meines Elternhauses und lehrte mich lesen und beobachten. Es löste in mir den Wunsch aus, Künstler zu werden und etwas Subversives zu machen. Und letztendlich verinnerlichte ich die Botschaft, die hinter Mad stand, nämlich, dass die Medien und alle Erwachsenen uns anlügen und dass Mad Teil des Medienapparates ist. Meine Eltern waren nicht begeistert, aber sie waren nicht so streng wie andere Eltern, die die Hefte ihrer Kinder zerrissen. Sie erlaubten mir, sie zu lesen. Und irgendwann kam mein Vater sogar dahinter, dass man sie gebraucht billiger kaufen konnte. So bekam ich viel bessere Comics aus der Zeit vor der Zensur. Mein Vater wusste nichts über Comics und sie hatten nichts mit dem Leben meiner Eltern zu tun. Das war bestimmt ein Teil ihrer großen Anziehungskraft. Dass ich Cartoonist wurde, hatte auch damit zu tun, dass mein Vater kein Interesse daran hatte. Hier konnte ich mich frei bewegen. Er war
Mein Vater war froh, dass ich mein eigenes Geld verdiente. Ich weiß noch, wie ich ihn einmal mit ein paar meiner pornografischen Zeichnungen schockieren wollte. Darunter war ein Bild von einer Frau und einem Penis. Ich weiß nicht mehr, ob sie klein oder der Penis groß war. Jedenfalls ritt sie darauf, umringt von einer Reihe von Figuren. Ich zeigte das stolz meinem Vater, woraufhin er ziemlich unbeeindruckt sagte: So, damit verdienst du also dein Geld. Es war eher meiner Mutter zu verdanken, dass ich es für möglich hielt, Künstler zu werden. Dabei hielt auch sie es nicht für eine gute Berufswahl. Mit gutem Recht. Kein vernünftiger Mensch versucht, vom Comiczeichnen zu leben. Ich weiß noch, dass wir auf Coney Island und in Uptown Manhattan wohnten. Aber ich erinnere mich besser an die Zeit in Rego Park. Zu Hause sprachen meine Eltern Polnisch. Mein Vater sprach auch Jiddisch, aber nur als Geschäftssprache. Also hörte ich es nicht so oft. Mir war natürlich klar, dass meine Eltern nicht voll integriert waren. Meine Mutter litt unter ihrem Akzent, wobei sie recht fließendes Englisch sprach. Mich störte das nicht so wie sie, aber anderen erschien sie manchmal wie von einem anderen Planeten. Wenn meine Freunde sie zum Beispiel nach der Tätowierung auf ihrem Arm fragten, sagte sie, es sei eine Telefonnummer, die sie nicht vergessen wollte. Solche Situationen waren für mich als Kind an der Tagesordnung. Ich arbeitete mit rohen Emotionen, die sich nicht glätten ließen. Dieser expressionistische Stil ermöglicht eine direkte Auseinandersetzung mit der brutalen Realität, die diesen Comicstrip ins Leben gerufen hat. Ich wollte nie ein Zeichner sein, der einfach alles schluckt und die Dinge immer auf die gleiche Art und Weise darstellt. Im Comicstrip Gefangener auf dem Höllenplaneten ging dieser Stil quasi einher mit dem Nervenimpuls, der elektrischen Ladung in mir, die mich zu dem Werk inspirierte. Der Stil war wesentlicher Bestandteil des Gedankens. Es war ein Comic, der Fragen aufwirft, ohne Antworten zu geben, von dem man sich als Leser berührt und angegriffen fühlt. Es war kein Comic, in dem eine Geschichte erzählt wird, die mit einer Moral oder mit einem guten oder schlechten Ausgang endet. Stattdessen wurde man in die geistige Verfassung des Autors versetzt. Nachdem Françoise Gefangener auf dem Höllenplaneten gelesen hatte, sprachen wir am Telefon darüber. Sie konnte nicht verstehen, wie ich so auf den Selbstmord meiner Mutter reagieren konnte, dass ich wütend auf sie war und nicht am Boden zerstört. Der Selbstmord seiner Mutter, seine Depression und die Deportation seiner Eltern werden in Breakdowns behandelt, einem wahren Selbstporträt des Künstlers. In Breakdowns geht es um den eigenen Zusammenbruch und darum, in Comics und ihrem Inhalt Trost zu finden. Ich habe eigentlich nicht viel Fantasie. Ich lande immer wieder bei meiner eigenen Lebensgeschichte. Breakdowns kam Ende 77, Anfang 78 heraus und war ein Sammelalbum mit sehr kurzen Comics, die ich für Underground-Hefte in San Francisco gezeichnet hatte, wo ich damals lebte. Ich wusste schon im Alter von 11 Jahren, dass ich Comiczeichner werden würde. Sobald ich meine Cowboy-Phase hinter mir gelassen hatte, wendete ich mich den Comics zu. Aber als dieses Buch herauskam, wurde es kaum registriert.
Es wurde eher verheimlicht als veröffentlicht. Und es dauerte Jahre, bis sich die kleine Auflage von 5000 Exemplaren verkauft hatte. 2005 schlägt Art Spiegelman seinem Verleger vor, eine längere Version von Breakdowns herauszugeben, mit einer Einführung über seine Kindheit, seine Eltern und die Anfänge als Comiczeichner. Mein Verleger bei Pantheon fragte, was ist Breakdowns für ein Buch? Ich erklärte es ihm und er wollte es veröffentlichen. Ich warnte ihn, dass es ein paar explizite Pornozeichnungen enthielt. Genau die Bilder, die wir 1975, als sie entstanden, nicht veröffentlichen konnten. Er warf einen Blick darauf und meinte, was, die unartigen Bilder? Ich fühlte mich richtig alt. Ich wusste nur, dass sich unsere Kultur irgendwo zwischen dem modischen Fehltritt von Janet Jackson und den Videos von Paris Hilton bewegte. Wo genau, wusste ich nicht. Jedenfalls sagte mein Verleger ja. Ich musste also nur eine Einführung schreiben, die der Comicsammlung einen Rahmen geben würde. Das war alles. Okay, where do I start? In der aktuellen Ausgabe von Breakdowns erzählt Art Spiegelman von seinen Anfängen in der Underground-Kunstszene. Er kann bei weitem nicht vom Comiczeichnen leben, aber er fängt als Illustrator beim multinationalen Unternehmen Topps an, für das er vor allem die Kulttauschkarten Garbage Pail Kids entwirft. Ich fing bei diesem Kaugummihersteller an, der sowas wie mein Medici war. Ein Tag Arbeit brachte mir genug Geld ein, sodass ich den Rest der Woche Comics zeichnen konnte. Was mir absolut nichts einbrachte, aber sehr wichtig für mich war. Ich kehrte 1975 aus San Francisco zurück, wo ich an einem Comic-Magazin mit dem Titel Arcade gearbeitet hatte. Nach einer gescheiterten Beziehung zog es mich in die Ferne. Ich wollte zurück nach New York. Mit Arcade wird Art Spiegelman zu einer der Schlüsselfiguren des amerikanischen Underground-Comics. Auch Robert Crumb und Charles Bukowski werden in dem Magazin veröffentlicht. Trotz guter Kritiken war Arcade ein kommerzieller Flop und wurde nach 7 Ausgaben eingestellt. Durch Arcade wurde Françoise Mouly erstmals auf Spiegelmans Arbeit aufmerksam und lernte ihn daraufhin kennen. Françoise und ich lernten uns kennen, als ich noch bei Arcade war. Als sie nach New York kam, wollte sie lernen, auf Englisch zu lesen und fragte mich, welche Comics interessant sein könnten, da es hier im Vergleich zu Frankreich nicht viele gab. Ich wohnte in einem winzigen Apartment in Greenwich Village. Dort holte ich Kisten mit alten Little Nemo-Heften heraus und redete stundenlang mit ihr darüber. Es war, als würde ich jemandem meine Briefmarkensammlung zeigen. Er las mir Little Nemo von Winsor McCay vor und George Harriman, der sehr poetische Comics zeichnete. Er gab mir einen kompletten privaten Comic-Kurs. Wir trafen uns in seinem kleinen Apartment in Greenwich Village. Er machte mir den Hof, in dem er mir Comics vorlas. Es war fast unmöglich, sich nicht dafür zu begeistern. Sie musste nach Frankreich zurück, denn sie hatte ihr Kunststudium unter dem Vorwand unterbrochen, hier an einem Projekt zu arbeiten. Ich war sehr unglücklich, als sie abreiste. Erst nach einer Weile kam ich darauf, dass es ja Reisepässe gibt und ich sie zurückholen könnte. Ein Jahr lang tauschten wir uns aus und schließlich kam sie zurück. Irgendwann wollte sie Bücher mit Grafiken und sowas herausgeben und hatte die Idee, an einem Magazin zu arbeiten. Ich sagte, nein, nie wieder.